Löwenzahnsuppe. Das ist das Mischverhältnis. 5 zu 1. Wir brauchen dafür Löwenzahn und wir brauchen dafür Pilzchen. Die werde ich euch jetzt gerne einmal einblenden, sobald ich Löwenzahn gefunden habe. Das müssten die hier sein. Schwupp. Könnt ihr also überall finden. Sollte gar kein Problem sein. Denn sonst kriegt ihr gebratene Pilze. Und das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja die Löwenzahn Pilzsuppe haben. Also einen Pilz reinmachen und 15 von diesen Dingern. Das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Rezept.